Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind hier zuerst einmal beim Feld 20 dabei, unseren Helfer wieder zu aktivieren. Wir haben ja ein bisschen was zu tun hier heute, kommen aber eigentlich soweit ganz gut voran. So, den haben wir auch schon mal am Starten, den haben wir am Starten. So, hier unten können wir mal gucken. Ja, hier ist soweit fertig, dann können wir uns da auch ans nächste Feld machen, denn dort unten das Feld 30 ist auch noch nicht soweit fertig. Da müssen wir dann mal schnell run. Das heißt, wir werden hier mal gucken, dass wir auch von unten anfangen. Dann haben wir nämlich die ersten drei Helfer schon mal wieder am Laufen. Und ja, wir kümmern uns dann um die nächsten Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeiten ist gut, ne? Wir haben momentan ziemlich viel zu tun hier. So, das ist auch erledigt. Wir können uns nämlich hier, jetzt muss ich mal gerade gucken, irgendwo da drüben, genau, ist nämlich unsere Kombi, die wollte ich gerade benutzen, aber das geht ja eigentlich gar nicht, ist ja unsinnig. Was ich höchstens machen könnte jetzt, wir können den Traktor nehmen, werden das mal abkuppeln, werden mal Folgendes probieren. Wir werden hier jetzt mal den Kollegen anklemmen, denn wir müssen ja hier noch ein bisschen auf die 2021 einsehen, dann können wir das vielleicht sogar auch noch mit dem Traktor hier machen. Die stehen ja ansonsten alle nur so ein bisschen rum, das ist auch blöd, deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. Wow, klasse Sichtfeld. Wenn wir hier so viel wie möglich parallel machen lassen können, denn ja, dann brauchen wir uns nicht um alles zu kümmern, das würde ewig Zeit kosten. Und so haben wir zumindest aber schon mal den Vorteil, so hier ein bisschen rüber, sonst hängen wir gleich hier wieder über der Bodenwelle. Dass wir uns nämlich dann um andere Sachen noch kümmern können. Wir haben ja hier noch ziemlich viel, um was wir uns kümmern müssen. Sprich, unten die Gewächshäuser sind bald fällig. Da müssen wir ganz dringend mal wieder schauen. Außerdem müssen wir auch gucken, dass wir mit BGA vorankommen. Und wir wollen eventuell schauen, ob wir noch irgendwo was verkaufen können. Denn wir wollen ja für die nächste Ernte auf Feld 29, 30 gucken, dass wir den Big X dann unten zum Häckseln haben. Das heißt, wir können auch noch ein paar Kühe erweitern, können dann auch ein bisschen uns um die Silage kümmern. Also ihr seht, es ist richtig, richtig viel zu tun. So, und ich denke mal, hier müssten wir eigentlich schon anfangen können. Ja. Der müsste eigentlich passen. Der ist jetzt am Drehen. Der dürfte eigentlich jetzt soweit fast durch sein. Also was heißt fast durch? Aber der müsste einen guten Vorlauf haben. Das heißt, wir gehen mal hier auf die Fahrstufe 2, starten den Kollegen und gehen jetzt auf den Helfer. Halt, nehme ich mal alles wieder raus. Das ist nämlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, weil ich habe anscheinend hier die Arbeitsbreite ein bisschen überschätzt. So, dann machen wir das mal von hier. Gehen wir auch gleich hier nochmal ganz runter. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir doch nochmal anständig nachdüngen können. So. Und jetzt starten wir den Helfer. Dann kann er nämlich auch das gesamte Feld einsehen. Ist irgendwo ein kleiner Vorteil. So, dann haben wir die Pantera hier vorne noch. Mit der können wir jetzt mal schnell düngen. Das geht ja wirklich jetzt schnell. Und zwar einmal einschalten erstmal. Vollgetankt haben wir sie. Und hier seht ihr schon, ihr müsst ganz, ganz weit zurückscrollen, um das Ganze hier überhaupt so weit hinzukriegen. So, ich glaube, wir können das auch noch, nee, absenken können wir es, doch, wir können es noch ein bisschen absenken, so, weil so ganz weit oben muss es ja nicht unbedingt streuen. So sieht das schon mal ganz cool aus. Dann bin ich gerade überlegen, wie wir das jetzt mit der nächsten Runde machen, weil da bleibt jetzt doch noch ein bisschen was stehen. So, mal gerade schauen, das ist nicht allzu viel. Dann klappe ich die nochmal zusammen, weil dann fahren wir nämlich von unten gleich die nächste Runde. Aber das ist schon Wahnsinn, ne? Mit dieser Arbeitsbreite 40 Meter, das ist schon, wow, richtig gigantisch. Da können wir sowas von schnell düngen. Ja, das ist natürlich ein absoluter Traum. So. Einmal hier runter. Jetzt können wir schon wieder aufklappen, weil ich muss ja aufpassen, dass wir hier nicht an den Bäumen hängen bleiben. Und ich denke mal, hier stehen wir schon fast ganz gut. Mal schauen, ob das passt von der. Passt doch noch nicht ganz. Wir können sogar doch mal ein Stückchen rüber. So, mal gerade gucken, wo wir jetzt stehen. Aber ich denke, so stehen wir eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ich denke, so können wir es machen. Voila. So, einmal Fahrstufe 2 und dann auch hier gleich wieder loslegen. Klar, wir senken natürlich dann doch nochmal ein bisschen ab. Gucken, ob ich gerade die richtige Taste dafür finde. So, kann man mit den Tasten J und N dann machen. Also mit N hoch, mit J ein bisschen runter. Weil, ja, ist natürlich auch sinnvoll. Denn wir wollen ja nicht zwingend jetzt hier unnötig alles in der Natur verschleudern. So, apropos alles in der Natur verschleudern, da werden wir gucken, dass wir hier auch langsam ein bisschen rüberfahren. Den Grünstreifen müssen wir ja nicht zwingend mitdüngen.
Aber so haben wir natürlich das Kartoffelfeld unheimlich schnell erledigt. Wahnsinn, wenn ich überlege, wie lange wir da mit der normalen Düngeeinheit gebraucht haben. Das ist mit der Pantera doch schon was Schönes. Da geht das mal richtig auch. Ich mache das mal so nebenbei schnell von der Hand, ne? So, jetzt haben wir gleich die erste große Spur durch. Mal gucken, wie wir das mit dem Drehen hinbekommen. Ich glaube, wir drehen hier dann mal rückwärts. Erstmal ausschalten. So. Gucken, ob das besser geht mit Rückwärtsdrehen. Wir haben jetzt sozusagen einen einarmigen Seitenradius von 20 Meter. Wenn wir jetzt so rumdrehen, genau, dann kriegen wir das ganz gut hin. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier in die richtige Spur kommen. Oh, ich denke mal, so stehen wir schon wieder ganz gut. Genau. Dann können wir hier gleich die nächste Spur starten. Ja. Ich habe den Eindruck, das geht immer wieder ein bisschen hoch. So, und dann ist nämlich das Kartoffelfeld auch ruckzuck erledigt. Und so wie es hier drüben aussieht, könnten wir vielleicht sogar Glück haben, dass wir den Kartoffelleger nicht neu ansetzen müssen. Das werden wir uns gleich mal genau anschauen. So, und hier muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen aufpassen, denn wir sind ja hier schräg rüber gegangen. Das heißt, hier muss ich natürlich auch dementsprechend ein bisschen schräg rüber gehen, damit wir dann keine Lücken haben. Weil ich möchte natürlich so wenig wie möglich überlappen lassen, aber ich will aber auch keine Lücken hier rein haben. So sieht das, denke ich mal, ja, fast perfekt aus. Ja, ein Stück rüber können wir sogar noch. Ja. Wir wollen das ja schließlich nach Möglichkeit komplett gedüngt wissen. Wenn da so ein, zwei Stück Stellen, kleine Stellen sind, denke ich mal, das können wir bei der großen Feldart hier vernachlässigen, aber es muss ja nicht zu viel dann sein. So. Wunderbar, auch das erledigt. Ja, gucken wir gleich, ob wir die nächste Spur schon machen können. Ich glaube es zwar noch nicht. Mal gerade gucken. Passt das an den Baum? Oh, gerade so. War aber auch super, super knapp. Naja, das passt noch nicht ganz. Da müssen wir warten, bis der Kollege mit der Sämaschine durch ist. Ist aber auch erstmal soweit kein Problem. Wir schauen mal hier bei der BGA. Gären 6%, alles vorbereitet. Wie sieht es denn hier nebendran aus? Auch 6%, gut, dann sind wir da auch schon mal safe. Hier ist soweit alles gut. Wir haben 33.000 Liter Dünger, das ist auch wunderschön. So, hier mit der Pantera warten wir. Der Farmol ist in den letzten Zügen, das sieht gut aus. Und hier unten müssten wir dann irgendwie gleich nochmal gucken, dass wir düngen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wir haben hier noch einen Haufen Dreckis stehen. Weil, genau, Kühe wollten wir uns ja auch nochmal kurz kümmern. Gerade mal schauen, Statistik, da blenden wir mal rüber zu den Kühen. Ja, Mischration noch 15.000. Da könnten wir eigentlich mal noch so eine Fuhre machen. Das heißt, wir werden mal schauen, dass wir uns noch einen Ballen hier organisieren. Gucken, kriegen wir das vielleicht jetzt auf der Höhe gut hin. Boah. Ja, ich habe da immer so ein bisschen Schiss, aber ich glaube, wenn man da anständig ranfährt, geht das auch. So, mal probieren. Wir kennen das ja aus dem Let's Play am Anfang, ne? Ich meine, wir sind zwar jetzt hier schon auf über 400 Folgen, aber erinnert euch mal so an die Zeiten. Ja, Folge. Oh, das geht nicht. Der will nicht rein. Der will da nicht so rein, so richtig. War ich jetzt im falschen Punkt? Ah ja, so sieht das besser aus. Vorsichtig anheben, langsam zurück. Ich habe nämlich keine Lust, dass der Haufen hinten dran runterfällt. So, wunderbar. Ja, am Anfang, wo ich es erstmal so mit Ballen hantiert habe, war das ein bisschen größerer Kampf. Das war wirklich ziemlich übel. So, mal gucken, sehen wir da oben was? Ne, nicht wirklich viel. Und da sind mir die Ballen hier quer durch die Gegend geschossen und alles, aber ich gehe jetzt trotzdem wieder auf die Außenansicht, sorry. So. Wollen ja gucken, dass wir das hier schnellst und möglich und einfachst hier hinkriegen, ohne große Prozente zu verursachen. So, den fahren wir mal ein Stückchen weiter zurück, dass wir ein bisschen Platz zum also Rangieren haben. Ha, Zündungsmod. So. Dann können wir nämlich mit dem auch gleich ein bisschen Silagen noch einpacken. Denn, ja, hat denn den Vorteil, wir brauchen ja das Silo leer, wenn wir hier mit dem Big X dann das Feld 29, 30 häckseln. Und da ist es natürlich praktisch, wenn wir hier schon mal die Silage ein bisschen verarbeiten. Ist noch einiges drin. Ja, wir haben es jetzt ziemlich vollgeschmissen mit 120.000. Jetzt hoffen wir mal, dass dann noch ein bisschen was von weggeht. Können ja ruhig ein bisschen mehr Silage machen, um das ganz voll zu kriegen. Aber trotzdem, ihr seht schon, da gehen noch einige Ballen. Oder Portionen. So, das sieht gut aus. So, kann man den wieder ausschalten. 114.000 sind jetzt noch drin. Puh, 114.000, ja. Da kriegen wir noch mindestens 10 bis 11 Portionen hin.
Wir haben jetzt die Kühe ja schon mal aufgestockt, aber wir müssen mal schauen. Ansonsten können wir die Silage auch hier oben nicht anders verwenden. So, den können wir eigentlich runter machen, diesen Rüssel. So, mal ein Stückchen ranfahren, damit Elsa und Lisa jetzt wieder neues Kraftfutter kriegen. So. Ich glaube, so passt es ganz gut. Dann lassen wir das hier mal abtanken. Ja, passt doch perfekt. Und wir sehen, die nächsten Liter kommen rein. Wunderschön. So, dann können wir hier eigentlich die Zündung ausmachen. Das Schöne ist, das läuft nämlich trotzdem weiter. So, Klein Farmhall ist fertig. Das ist schon mal supi. Dann können wir den nämlich eigentlich schon wieder zurückfahren. Der ist nämlich jetzt dann mit seiner Arbeit durch. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Sämaschine, ja, hat gut zu tun. Also das haben wir vom Timing gut hingekriegt. Und durch die Kombi wird das auch gleichzeitig gedüngt. Da sparen wir dann auch noch ein bisschen Geld. Beziehungsweise Geld nicht, aber Zeit. So, und bei den Kühen, ja, sieht es ansonsten richtig dicke aus. Der Misthaufen, der ist noch nicht ganz so hoch, wie ich ihn gern hätte, weil für die Gewächshäuser brauchen wir ja auf alle Fälle hier auch dann ein bisschen Mist. So, dann schauen wir mal, dass wir den runterkriegen. Wie sieht's hier aus? Die Kartoffelleger. Oh, ist fertig und er hat den Übergang geschafft. Das sieht auch gut aus. Ah ne, der dreht sogar noch. Aber er hat den Übergang geschafft. Das ist wichtig. Wunderbar. Dann ist der nämlich jetzt auch gleich in der letzten Spur. Dann können wir hier nämlich auch die Kartoffelgeschichte heute noch zum Abschluss bringen. So, hier müssen wir dann nur noch warten, bis der durch ist. Das sieht aber soweit auch schon mal ganz vernünftig aus. Das denke ich mal, wird in der nächsten Folge durch sein. So, und dann müssen wir nur noch unten düngen. Beim Feld 30. Da können wir ja mal gucken. Da haben wir den kleinen Gülletank, das müsste vielleicht passen. Oder? Hatten wir doch, glaube ich, oder? Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich bin gerade selbst ein bisschen irritiert. Nee, wir hatten ja nur den Miststreuer, den kleinen. Ach, schade. Wir hatten nur den kleinen Miststreuer, das ist blöd. Werden wir überlegen, ob wir unten vielleicht noch einen kleinen Gülletank kaufen. Dass wir den Mist vielleicht dann eher für die Gewächshäuser behalten und die Gülle dann zum Düngen der unteren Felder. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Denn Mist brauchen wir auf alle Fälle für die Gewächshäuser eine ganze Menge. Und Gülletank dort unten nutzen wir eigentlich so gar nicht groß. Das heißt, wir könnten doch da unten eigentlich die Gülle für die Felder dann zum Düngen benutzen, soweit es geht. Ja, bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt, ne? So, wenn der jetzt hier durch ist. Dann schauen wir mal da drüben. Ja, Sämaschine ist auch fertig. Dann haben wir nur noch die Pantera. Da muss ich mal gucken. Aber ich glaube, das kriegen wir heute schon alles gar nicht mehr hin. Ist eigentlich schade. Hätte jetzt gerne auch gern so ein paar Sachen abgeschlossen einfach. Ich will nicht immer so viele Restarbeiten mit ins nächste, in die nächste Folge dann rübernehmen. Gut, aber Klein Farmol hier rüberfahren, das dauert halt einen Moment, ne? Gemütliche alte Landwirtschaft mit einem schönen alten Oldie Retro Traktor. Ja, warum auch nicht? Macht auch mal Lust. Vor allem, ja, frische Landluft schnuppern, wollte ich sagen. Ist aber nicht ganz so praktisch, weil natürlich der Auspuff direkt vorm Gesicht ist. Also ich denke mal, da kriegt man dann eher ein paar Abgase als frische Landluft ab. Weiß ich gar nicht. Leute, die so Bulldog oder sowas mal fahren, können das ja mal sagen. Kriegt man da viel ab oder wird das eigentlich dann bei der langsamen Geschwindigkeit doch eher, ja, über den Körper drüber geschleudert sozusagen? Das wäre echt mal interessant zu wissen. So. Jetzt bringen wir den Kleinen mal runter. So, einmal noch einparken. Ole. Ja, also das Düngen kriegen wir nicht mehr hin beim Kartoffelfeld. Aber ich denke mal, ist soweit auch erstmal jetzt kein Problem. Dann machen wir das nämlich so rum. Dann schnappen wir uns hier den Kollegen. So, machen hier nochmal schnell die Zündung an. Klappen den zusammen. Ne, mag nicht zusammenklappen. So mag der nicht zusammen. Ach so, zusammenklappen. Klar, Kartoffelleger. Hallo Solaris. Kartoffelleger kann ich ja nicht zusammenklappen, nicht Dummerchen. Ist mir so gewohnt, ne? Sämaschine, zusammenklappen, alles klar, wegfahren. Aber Kartoffelmaschine geht da ja nicht so einfach. So, aber dann haben wir die zumindest auch schon mal weg. Die Maiseinsaat ist jetzt noch der einzigste Helfer, der aktiv ist. Das heißt, da haben wir also soweit doch schon alle Helferaufgaben gut erledigt. Dann werden wir hier in der nächsten Folge dann mit der Pantera noch fertig düngen. Und ja, dann geht es noch runter ans Feld 29, 30 wegen Düngen. Und dann geht es auch mal, würde ich sagen, vielleicht ganz gezielt nicht gegen den Traktor, sondern in Richtung Gewächshäuser. Mal schauen.
Und dann denke ich mal, haben wir erstmal ein bisschen Luft, dann können wir auch mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld organisieren. Denn wir müssen ja schauen, dass wir hier so langsam auch in Richtung Big X kommen. Wir haben zwar noch eine Menge drin, aber ich denke mal, die Silage, die werden wir ruckzuck hinkriegen. Irgendwie stelle ich mich gerade unheimlich irre blöd an. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal so stehen. So, mal schauen, wo der ist. Okay, hier nehmen wir mal Helfer raus und schalten ab. So, auch vielleicht die Maschinen noch abschalten. Wunderbar. Sieht aber gut aus. Das kriegt er in der nächsten Folge auch fertig. Und in diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dann zur nächsten Folge. Servus und tschüss.